Niedermeier stärkt Stevens den Rücken. VfB Stuttgarts Vizekapitän hat seinen Verein vor einer Entlassung von Trainer Huub Stevens gewarnt. Der Niederländer sei der richtige Mann, mit dem man den Klassenerhalt schaffen könne, sagte Niedermeier der Sportbild. Der Coach gebe der Mannschaft die Sicherheit, die man in der momentanen Phase brauche. Man tue gut daran, seine Vorgaben nicht in Frage zu stellen, riet der Stuttgarter. Unter Stevens hat der abstiegsbedrohte VfB seit 8 Ligaspielen keinen Sieg mehr einfahren können. Erfolgreicher Abend für Ronaldo. Reals Superstar hat trotz der Niederlage gegen Schalke 04 einen neuen Rekord geknackt. Mit seinem Doppelpack ist der Weltfußballer in der Liste der besten Torschützen der Champions League aller Zeiten mit Lionel Messi gleichgezogen. Ronaldo kommt nun auf 75 Tore in 115 Spielen. Sein Konkurrent Messi benötigte für die gleiche Anzahl an Toren allerdings nur 93 Partien. Die Königlichen hatten im Champions League-Rückspiel gegen Schalke 3:4 verloren und damit nur knapp den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Di Santo will mit Messi spielen. Werders Stürmer Franco Di Santo träumt von einer Nominierung in die argentinische Nationalmannschaft. Dabei helfe ihm jedes Tor. Er hoffe, dass es irgendwann klappt, meinte der Argentinier. Di Santo hatte am Samstag gegen den SC Freiburg seinen 12. Saisontreffer für die Bremer erzielt. Für Argentinien stand der 25-Jährige das letzte Mal im März 2013 auf dem Platz. Es war ein spannendes Spiel, schade. Also wenn einer vorher gesagt hat, wir schießen 4 Tore und scheiden trotzdem aus, hätte ich ihn für verrückt gehalten. In Madrid zu gewinnen ist jetzt nicht alltäglich. Aber andererseits, wenn man hier 4 Tore macht und nicht weiterkommt, hat das immer einen bitteren Beigeschmack. Leider Gottes zeigt sich dann halt auch immer wieder die individuelle Qualität des Gegners. Und es ist halt unheimlich schwer, dann Cristiano Ronaldo halt dann auch auszuschalten. Und wenn der vielleicht heute nicht auf dem Platz gewesen wäre, hätten die halt auch keine 3 Tore gemacht. Die haben unser schlechtes Verteidigen, muss man ganz klar sagen, sehr, sehr gut ausgenutzt. Haben gut gespielt, haben sich Chancen rausgespielt und haben auch verdient 4 Tore geschossen. Haben es gut gemacht. Also ich werde mich natürlich auch an der Tor natürlich sehr lange zurückdenken und natürlich ist es auch enttäuschend, dass wir ganz am Schluss nicht noch ein Tor geschossen haben, um weiterzukommen. Erstmal überwiegt natürlich die Enttäuschung, dass wir jetzt nicht weitergekommen sind und das mit der Champions League jetzt die Saison erstmal war. Aber ich glaube, so nach und nach, wenn man das verarbeitet, dann kommt auch eine Portion Stolz hinzu. Ich glaube, heute haben wir das gezeigt, oder sagen wir mal so, Schalke 04, die blau-weißen Farben vertreten, wie es sich gehört. Und darauf kann jeder Einzelne stolz sein. Und Kompliment an die Mannschaft und Kompliment an den Trainer.